Ureinwohner hatten diese Welt in mehreren Besiedlungswellen über Landbrücken erobert. Nachdem der steigende Meeresspiegel die Inseln isoliert hatte, kamen weitere Einwanderer über den Seeweg. Vor etwa 3000 Jahren erreichte so ein Volk die Inseln, das für tiefgreifende Veränderungen sorgte. Die neuen Siedler kamen vom asiatischen Kontinent. Sie verdrängten die Ureinwohner, brachten den Inseln eine hochentwickelte Kultur und auch die vermutlich älteste Nutzpflanze der Welt, Reis. Sie wussten, Reis gedeiht am besten auf Feuchtflächen. Das gebirgige Relief verlangte nun nach besonderen Lösungen. Terrassen. Zwar wächst Reis auch auf dem Trockenen, aber die Flutung der Felder bietet Vorteile. Sie hält Schädlinge fern und lässt den Ertrag steigen. Heute werden 80% des Reises weltweit mit der Methode des Nassanbaus produziert, die schon vor Tausenden von Jahren erfunden wurde. Was man damals noch nicht wusste, solche Feuchtflächen sind echte Klimakiller. Denn in diesem Matsch hier, da leben Bakterien und die produzieren Methan. Ein ziemlich übles Treibhausgas. Deshalb versucht man es jetzt hier im weltgrößten Reisforschungsinstitut mit neuen Methoden. Diese Felder hier zum Beispiel, die werden so halb-halb bewirtschaftet. Die liegen eine Woche trocken und werden erst dann für eine Woche wieder geflutet. Und würde man das weltweit so machen, dann ließen sich jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen Methan einsparen. Der philippinische Reis wächst, wie alles, was hier gedeiht, auf besonders fruchtbarem Boden. Das Geheimnis dieses Reichtums liegt in der Entstehungsgeschichte der Insel. Die mineralstoffreiche Vulkanasche ist der Dünger. Doch was den Segen für die Landwirtschaft bringt, birgt auch ständige Gefahr. ...1991 wird die Bedrohung Wirklichkeit. Der Vulkan Pinatubo erwacht aus einem 600-jährigen Schlaf. In einer gewaltigen Eruption schleudert er Asche und Lava bis zu 40 Kilometer hoch in die Luft. Tropische Regengüsse verschärfen die Katastrophe. Das Regenwasser vermengt sich mit der Asche an den Hängen zu tödlichen Schlammlawinen, sogenannten Laharen. ...740 Menschen sterben. 30.000 verlieren ihr Zuhause. Doch für die Forschung bot diese Katastrophe eine unverhoffte Chance. Die Vulkanasche stieg so hoch, dass sie sich weit über den Erdball verteilen konnte. Zum ersten Mal konnten Forscher den Einfluss von Schwebteilchen auf das Klima so präzise verfolgen. Die Asche des Pinatubo verdunkelte die Sonne und kühlte den Planeten 2 Jahre lang um etwa 0,5 Grad Celsius ab. Heute liegt der Pinatubo wieder in einem unruhigen Schlaf. So friedlich die philippinischen Inseln auch scheinen, die meisten sind Gipfel eines vulkanischen Gebirges, das vom Meeresgrund aufragt. Denn die Philippinen sind Teil des sogenannten Pazifischen Feuerrings. Hier taucht ozeanische Kruste in den Erdmantel hinab. Das Besondere, die Philippinen liegen eingeklemmt zwischen 2 solchen Subduktionszonen. Der abtauchende Meeresboden nimmt Wasser mit und im Schmelzofen des Erdinneren wird daraus ein teuflisches Gemisch aus Wasserdampf und Magma. Das macht die Vulkane besonders explosiv. Deshalb sind die Philippinen ein gefährliches Paradies. Vulkanologen wollen vor Eruptionen warnen. Sie beobachten die Feuerriesen. Doch die Zeichen richtig zu lesen, ist schwierig. Denn manchmal verbirgt sich selbst in einer unscheinbaren Landschaft ein gefährlicher Killer. Einer der kleinsten der Welt und einer von 23 aktiven Vulkanen auf den Philippinen, der Taal. Von hier oben sieht er richtig niedlich aus. Die Kraterwände, die sind gerade mal 311 Meter hoch und den See da, den finde ich richtig idyllisch. Aber das täuscht, denn untenrum ist der Taal wirklich riesig und auch sehr gefährlich. Tja, hier blubbert's.
Und pH-neutral ist auch anders. Im Grunde ist das hier kochende Säure. Und je saurer dieses Wasser ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da unten irgendwas zusammenbraut. Denn vulkanische Aktivität lässt Gas aufsteigen. Und genau das macht den Kratersee sauer. Außerdem halten die Forscher ihre Messfühler in diesen Dampf hier. Boah, stinkt wie faule Eier. Das ist Schwefeldioxid. Je mehr davon, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Tal demnächst mal wieder Ärger macht. Und das wünsche ich wirklich niemand. Denn er hat schon über 1000 Menschen getötet. Zurzeit stufen die Forscher den Tal als auffällig ein. Die erste von 5 Warnstufen. Als auffällig gilt auch der Mayon, ein Vulkan, der erst 2009 tausende Menschen in die Flucht trieb. Er ist gefährlich und trotzdem angeblich der schönste Vulkan der Welt. Und er hat eine rätselhafte Anziehungskraft. Jedes Jahr nach der Regenzeit häufen sich an den Küsten nahe des Mayon die Sichtungen von Walhaien. Was lockt sie hierher? Die Tiere können so lang werden wie ein Omnibus und bis zu 12 Tonnen schwer. Der Koloss ernährt sich lediglich von Plankton. Er kann bis zu 6000 Liter Wasser in der Stunde filtrieren, denn er braucht etwa 100 Kilogramm der Kleinstlebewesen pro Tag. Was ihn jedes Jahr regelmäßig hierher führt, ist eine üppige Planktonblüte. Meist entstehen Planktonblüten dort, wo nährstoffreiches Tiefseewasser nach oben strömt. Das ist hier aber nicht der Fall. Den Grund liefert vielmehr der Mayon. Denn zur Regenzeit schwemmt das Wasser von seinen Flanken Unmengen an Mineralien ins Meer. So düngt die Vulkanasche nicht nur die Böden, sondern auch den Ozean. Was den Tieren die Botschaft übermittelt, wann die Küste vor dem Mayon zum Schlaraffenland wird, ist noch ein Rätsel. Wer die sanften Riesen aus nächster Nähe sehen will, kann sich hier unauffällig ins jährliche Walhai-Treffen einreihen. Was für ein tolles Tier! So ein Walhai, der kann 14 Meter lang werden. Das ist der größte Fisch auf unserem Planeten. Und was wissen wir über ihn? Ziemlich wenig. Das ist doch mal eine Wissenslücke. Und zwar eine richtig große. So, vielleicht komme ich ja noch mal ein bisschen näher ran. Trotz seiner Größe, vieles im Leben des Riesenfisches liegt noch im Verborgenen. Doch das soll sich ändern. Das charakteristische Punktemuster der Walhaie ist wie ein Fingerabdruck. Jedes Tier lässt sich daran eindeutig erkennen. Die Punkte brachten Forscher auf eine ungewöhnliche Idee. Weil die Walhaihaut an einen Sternenhimmel erinnert, nutzen sie eine Software aus der Astronomie. So wie sich damit Sternmuster erkennen lassen, lassen sich auch Walhaie identifizieren. Gelingt es, Daten von verschiedenen Orten in den Weltmeeren zu bekommen, lassen sich womöglich die Wege von Individuen rekonstruieren. Die Chance der Forscher? Überall, wo ein Walhai auftaucht, versuchen begeisterte Taucher, einen Schnappschuss zu bekommen. Walhaie fotografieren hilft der Wissenschaft. Denn es gibt eine Online-Datenbank und da sind die individuellen Punktemuster der Walhaie gespeichert. Da kann jeder seine Fotos hochladen. Und das hilft den Forschern dabei, mehr herauszufinden über Wachstum, Wanderung, Lebensdauer und all die anderen Dinge, die wir bisher noch nicht so genau wissen.